So, hallo, grüßt euch wieder hier zu einem neuen Video bei meinem Kanal von Bartel Invest. Heute mal ein sehr interessantes Thema. Ich habe nämlich vor, eine sehr interessante Facebook-Gruppe zu gründen. Das wird ein sehr relativ exklusiver Club, weil da nur sehr, sehr, sehr wenige Zugang zu dieser Facebook-Gruppe haben werden. Bevor ich da jetzt drauf eingehe und die ersten Kommentare unten kommen, warum liegt da eine Knarre auf dem Tisch? Einige von euch wissen ja, ich bin Sportschütze und ich habe das letzte Mal in dem Video irgendwie bekannt gegeben und haben einige nachgefragt, weil meine alte Glock-Pistole, die ist ja kaputt gegangen, die hat es zerrissen. Da war was mit der Munition, die war wahrscheinlich unterladen gewesen, also ja zu wenig Pulver, dann ist da mit Luft gemischt und dann gibt es da sozusagen wie eine Verpuffung, eine richtige Explosion und keinen kontrollierten Abbrand in dem Sinne. Ja, und zumindest hat es mir meine komplette Glock zerrissen, irgendwie Magazinauswurfknopf war kaputt, mein Abzug war kaputt, das Magazin hat es unten rausgefetzt. Und genau, bevor da jetzt noch weitere Fragen, deswegen hier mal die kurze Info. Ich habe tatsächlich eine niegelnagelneue Glock bekommen, also wirklich erst gestern abgeholt. Ja, erstmal auf dem Landratsamt wieder alles umtragen, hin und her. Aber ich habe von Gecko, vom Munitionshersteller, nicht nur auf Kulanz eine nagelneue Glock bekommen, sondern es gab sogar nach 300 Schuss Munition obendrauf. Dafür, dass ich zur Behörde musste, musste ja alles umtragen. Und ja, also sehr tolle Sache. Und habe die jetzt gerade mal richtig geputzt und gewienert, weil ich die gestern, nachdem ich die geholt habe, natürlich direkt mal getestet habe und ein bisschen auf dem Schießstand noch trainiert habe. Und ja, jetzt gerade eben hier bin ich jetzt fertig. Ich habe eigentlich schon soweit alles jetzt weggeräumt, die ganzen Putzutensilien. Und habe jetzt hier meine neue Glock wieder da und ja, bin ich natürlich happy. Habe versucht auch heute den DAX vielleicht ein bisschen irgendwie unter Druck zu setzen, dass er so ein bisschen läuft, wie ich das will. Nein, Spaß beiseite. Also, ihr wisst, ich habe jetzt wieder eine neue und ja, ihr werdet mich immer wieder mal bei YouTube ja sehen, irgendwie mit Knarren. Ich habe sowieso jetzt im Juli, August was ganz Tolles, Neues und das muss ich euch auch unbedingt zeigen. Aber wenn die dann da ist, dann werdet ihr das sehen. So, auf meine Facebook-Gruppe, was ich erzählt hatte, diesen ja exklusiven Club, den ich da machen möchte. Die Idee ist eigentlich gar nicht von mir. Die Idee ist von einem meiner Kunden gewesen, die den Videokurs damals geholt haben. Und der hat zu mir gesagt, Mensch André, ach doch eigentlich mal eine Facebook-Gruppe. Halt, ich fange nochmal anders an. Der hat mir wieder mal so ein paar Trades geschickt gehabt, so per Skype und per Facebook. Ich kriege unterschiedlich immer wieder von Leuten irgendwie dann mal wieder was geschickt, wo die sagen, ist das jetzt so, passt das, ist das genau das? Wo ich sage immer, ja, passt oder hier, naja, nicht ganz vielleicht, weil nicht, ja, der Vorteil, das und das passt vielleicht nicht ganz. Lass den ruhig mal weg, warte lieber, bis was Schöneres kommt. Und ich habe hier und da immer wieder mal so ein paar Trades geschickt bekommen und muss ehrlicherweise sagen, ich habe viele nachgemacht, wo ich dann gesagt habe, ja, passt. Irgendwie hatte ich gerade entweder selber den Chart nicht offen, ich habe ja auch nicht alle auf. Gerade so, es gibt so ein paar Währungen, die ich jetzt nicht wirklich irgendwie trade, wo ich dachte, okay, den habe ich mir jetzt so nicht angeschaut, bin da mal drauf gegangen und habe dem dann auch geschrieben, ja, passt eigentlich, habe mir das so angeschaut und so, ja, super. Und habe den Trade selber dann gemacht. Also ich habe wirklich da teilweise von Kunden viele Trades mittlerweile selber kopiert, nach meiner Handelsstrategie, aber wie gesagt, das sind Charts gewesen, die ich selber nie auf dem Schirm hatte. Und da kam eigentlich so die Idee, dass er gesagt hatte, André, mach doch mal eine Facebook-Gruppe, eine exklusive, und da kommen nur diejenigen Leute in diese Gruppe, die entweder in irgendeiner Form von mir mal irgendwie in den Coaching irgendwas bekommen haben, also in irgendeiner Art und Weise natürlich auch meine Handelsstrategie vermittelt bekommen haben, beziehungsweise auch die Leute, die eben den Videokurs erworben haben zu meiner Handelsstrategie. So, das heißt, nur diese Leute kommen in diese Facebook-Gruppe rein, wenn sie es denn möchten. Das bedeutet einfach, die machen halt eine Beitrittsanfrage dann in diese Gruppe und müssen wir dann irgendwie nochmal entweder per E-Mail oder wie auch immer nochmal eine persönliche Nachricht schicken, nochmal mit ihrem Namen und eben diese Bestellnummer, wo sie den Videokurs bestellt haben, dass ich auch wirklich sehe, das ist auch eine Person, die diesen Videokurs mal erworben hatte. Und wenn ich das sehe, das passt, dann nehme ich den in diese Gruppe auf. Das heißt, da kann sonst keiner rein. Das sind wirklich nur dann die Leute unter sich. Und das Schöne ist, da wir jetzt in der Gruppe alle das gleiche Verständnis haben von derselben Handelsstrategie, von demselben Setup und vor allem ein ganz anderes Denken haben, nämlich das Denken, was ich am Endeffekt da ein bisschen vermittelt habe, über das Traden, wie man da rangehen sollte und was man eben, ne, wie das einfach so, ja, wie Trading eigentlich wirklich funktioniert, dass man den Chart eben nicht so lesen kann, wie man es immer versucht, allen möglichen Leuten in irgendwelchen Coachings zu vermitteln, dass man denkt, ja, man kann da irgendwas herauslesen, was definitiv zum Erfolg führt, was absoluter Blödsinn ist, weil du kannst hier nichts rauslesen. Es gibt nur einige Vorteile, die du nutzen kannst, wie zum Beispiel auch einen Trend in einer gewissen Form,
viele Videos, wie gesagt, kennen auch meine Meinung zu Trends, aber man sollte den dennoch immer versuchen zu folgen. Und ansonsten habt ihr einfach viele Vorteile und vor allem eben die statistischen Vorteile von Stop-Setzungen, die dir helfen können, profitabel zu sein, beziehungsweise egal auf welche Art und Weise, langfristig nur logisch auf Profit führen kann, beziehungsweise muss. Geht einfach nicht anders. Wie gesagt, alle, die meine Handelsstrategie kennen, wissen das jetzt, was ich meine. Und gerade an euch, die die haben, ist natürlich jetzt auch die Frage, was sagt ihr zu so einer Gruppe? Würde mich freuen, wenn einer oder andere jetzt gerade das Video schaut, der meine Handelsstrategie schon hat, beziehungsweise irgendwie mal im Coaching bei mir mal teilgenommen hatte, dass ihr einfach mal unten die Videobeschreibung vielleicht mal reinschreibt. Ja, coole Sache, bin ich dabei. Ich denke schon, dass das eigentlich alle befürworten, weil das eigentlich eine tolle Sache ist. Man kann ja auch so eine Benachrichtigung dann reinmachen in die Gruppe. Das heißt, man kriegt ja unterwegs dann irgendwie oben eine Push-Abmeldung. In der Gruppe wurde was gepostet. Und dann kann man ja mal gucken, wenn irgendjemand anders da ein Setup irgendwie gepostet hat. Hier, da taucht gleich was auf. Und dann kann man entweder nochmal kurz drüber diskutieren oder einfach die anderen sagen alle so, top, cool, das genau passt. Und die machen das im Endeffekt dann alle nach. Das ist halt das Schöne, dass man nicht irgendwelche Trades, die da irgendwas kommen, wie in irgendwelchen anderen Gruppen, sondern das sind alles Leute, die dasselbe Verständnis davon haben. Und das, denke ich, ist eigentlich eine recht coole Sache. Genau. Und deswegen mal die Frage an euch und gerade an die, die eben bereits meine Handelsstrategie verfolgen, ob ihr das eben befürwortet, aber ich denke schon, weil das, wie gesagt, wirklich eigentlich eine tolle Sache ist. Zudem habe ich letzte Woche wieder wirklich sehr, sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Einige Track Records habe ich wieder zugeschickt bekommen. Ich werde jetzt auch ein paar die Tage vielleicht mal bei Facebook posten. Und gerade von dem Markus, auch hier mal Grüße an dich, wenn du das Video gerade siehst. Der hat echt die letzten 14 Tage eine richtig gute Performance hingelegt. Besser als ich auf jeden Fall mit 15% plus. Muss natürlich immer so sagen, ich habe auch manchmal, gibt es ja so Phasen, das kennt jeder, egal in irgendwelche Handelsstrategie ihr verfolgt, dass man auch so Momente habe, wo ihr merkt, egal was ihr gerade macht, irgendwie funktionieren die Trades nicht, aber drumherum sind haufenweise, die ihr irgendwie gerade nicht blöderweise gemacht habt, hättet ihr aber eigentlich gemacht, wenn ihr es irgendwie gesehen hättet, und die sind einfach super gelaufen. Und dann gibt es wieder mal so Phasen, wo du einfach jeden Trade irgendwie bombastisch hinbekommst und haufenweise drumherum aber auch sind, was Verlusttrades geworden wären, wo du dann aber sagst, war einfach nur Glück, dass ich die auch nicht mitgemacht habe. Ne? So hat man manchmal so verschiedene Phasen, aber im Grunde ist egal, weil selbst wenn du eben mal eine Verlustphase hast, ist eben wichtig, dass dein Konto einfach, wenn dann überhaupt, seitwärts läuft. Ne? Und der Markus letzte Woche oder letzten zwei Wochen eben da eine richtig gute, bombastische Performance hingelegt. Der war gestern auch nochmal da gewesen, weil er nicht allzu weit weg wohnt und weil das schön ist. Wir haben uns so viel ausgetauscht, hat richtig Spaß gemacht. Der war letztens nochmal hier bei mir im Büro gewesen, haben auch mal so ein bisschen zusammen noch mal ein bisschen getradet, hier und da ein paar Trades gemacht, sind auch eben auch auf dem Schießstand noch mal gewesen. Mache ich übrigens immer ganz gern mit Leuten, die gerade hier mal persönlich bei mir in dem Coaching sind. Ich mache das ja, versuche eigentlich immer so 2 bis 3 im Monat persönlich zu machen, ist immer ganz nett eigentlich. Und dann fahre ich immer mit denen zum Mittag rum mal auf den Schießstand, das ist eigentlich cool, mache ich immer. Lade die da mal ein zu schießen, dann kriegt er mal 50 Schuss. 9 mm meistens eben hier mit meiner Glock und dann können sie mal 50 Schuss mal rausballern und danach gehen wir eben noch schön essen, bevor es wieder an die Monitore geht. Also wie gesagt, wenn du mal Interesse hast, jetzt wie gesagt, einmal am Trading oder auch mal zu schießen, wie gesagt, dann einfach mal gern bei mir melden. So, aber ich komme vom Thema ab. Wie gesagt, primär heute Handelsstrategie, Facebook-Gruppe. Wer hat Interesse daran, dass wir so eine Facebook-Gruppe starten? Wie gesagt, bitte Bescheid sagen. Packe ich das Ding an und starte das einfach mal. Ich kriege immer wieder auch die Fragen von einigen, die mich auch gestellt eben, ja, warum eigentlich bietest du jetzt in so jetzt kein normales Trading, Coaching, Ausbildung an? Mache ich jetzt schon so privat, aber jetzt momentan eben als Videokurs wirklich nur eine Handelsstrategie, weil ich persönlich einfach festgestellt habe, dass eben auch viele, die kommen und fragen, oft schon in irgendeiner Form von irgendwelchen Coachings irgendwie teilgenommen haben und oft gesagt haben, ich habe da nichts gelernt. Weil in der Regel ist es ja so, wenn man sagt, ich fange jetzt an mit Traden, dass man da nicht einfach direkt im Internet sucht, okay, ich suche jetzt mir einen Coach irgendwie oder irgendjemand, der mir das in irgendeiner Weise beibringt. Das macht keiner. In der Regel informiert man sich erstmal selber. Ob das jetzt eben über YouTube ist oder ob ich mir wirklich auch gute Fachbücher kaufe, die es ja gibt. Ich habe dann festgestellt mit der Zeit, dass die große Masse der Leute, die irgendwie kommen und irgendwie gecoacht und in irgendeiner Weise wollen, dass die sich schon teilweise seit Jahren oder seit mehreren Monaten mit Trading befassen und gerade was das ist, so Thema, so ein bisschen Markttechnik
Oder gut, Orderbuch jetzt viele weniger, das ist dann schon wieder das Fachwissen zu sehr rein, das merkt man auch, das wollen irgendwie viele nicht, die wollen einfach unbedingt nur profitabel traden. Ich finde, das gehört dazu, man sollte schon ein bisschen wissen, wie so ein Kurs entsteht und was eine Brief- und Geldseite ist und warum der Spread so ist, wie er ist und warum er sich weitet und hin und her, sollte man schon wissen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass viele sich eigentlich schon gut auskennen und deswegen oft dann sagen, ich bin jetzt auf irgendeinem Coaching gewesen, im Wochenende oder sonst irgendwas und habe da nichts gelernt. Ich kann immer noch nicht profitabel traden. Und das war einfach so die Schnittstelle für mich zu sagen, okay, du machst jetzt nicht irgendwie so einen Videokurs in Form von eben eine Trading-Ausbildung, sondern eben nur eine Handelsstrategie. Das heißt, wenn man irgendwie meine Handelsstrategie gern haben möchte, sollte man sich mit Markttechnik so ein bisschen mit einem Chart und wie das so ein bisschen funktioniert, sollte man sich doch auskennen. Wird zwar am Anfang noch ein bisschen angesprochen, aber ansonsten geht es primär um eine Handelsstrategie, weil das ist das, was ich gemerkt habe, was eigentlich die große Masse will und braucht. Einfach mal was handfest in die Hand, wo man irgendwie mal Profit hat. Und das Wichtigste ist nicht einfach nur starr da rein, da raus und hin und her, sondern dass man es versteht, warum das eigentlich so ist. Das ist mir eigentlich wichtig, dass wenn du diesen Trade machst, irgendwie, dass du das eigentlich verstehst, warum du das jetzt hier machst und warum dich das langfristig auch zum Erfolg führen wird, beziehungsweise muss. Muss, das ist wirklich das wichtige Wort. Aber dazu mache ich mal ausführlich nochmal ein YouTube-Video. Wie gesagt, deswegen stütze ich mich gerade momentan einfach nur auf meine Handelsstrategie, weil das einfach wichtig ist. Wie gesagt, ich arbeite gerade dran, so ein Rundum-Ding, aber das kommt irgendwann. Deswegen die Facebook-Gruppe auch für die Handelsstrategie. Deswegen nochmal, wie gesagt, Appell an euch, schreibt es mir unten in die Kommentare rein, interessiert mich brennend, aber auch wenn ihr sagt, nein, ich mache es trotzdem, weil wer es nicht möchte, muss im Grunde ja auch nicht beitreten, deswegen kann ich mir eigentlich die ganze Frage sparen und die wollen, treten bei, also ja, ist es eigentlich jetzt schon gar keine Frage mehr, sondern ich sage jetzt mal, ich mache das und die eben Interesse haben, dabei zu treten, die werden dann beitreten. Wann ich das jetzt starte, vielleicht nächste Woche, werde ich die Gruppe machen, mache ein schönes Titelbild, alles drum und dran, werde ich es vielleicht am Wochenende noch machen und spätestens dann auf Facebook werde ich das dann veröffentlichen, beziehungsweise mal beiläufig auf dem nächsten YouTube-Video dann irgendwann und ansonsten auf Facebook mich einfach dann nochmal Bartel Invest gefällt mir markieren, dann kriegt ihr da eine Info, wann die Gruppe da ist, wie die Gruppe heißt. Zum Anklicken, dass ihr dann beitreten könnt, versuchen beizutreten. Wie gesagt, nur für die, die meine Handelsstrategie und alles verwenden. Mir nochmal eine Nachricht schicken, eine E-Mail mit eurer Bestellnummer und dann werde ich euch in diese Gruppe mit aufnehmen. Jetzt haben wir es. Knarre ist geputzt. Morgen mache ich sie wieder dreckig. Morgen fahre ich wieder schießen. Und genau. Dann wünsche ich euch auch ein wunderschönes Wochenende. Wetter hoffentlich wird wieder besser. Soll angeblich am Sonntag. Ich lasse mich überraschen, zumindest hier in München. Bis dahin, macht euch einen bunten, macht's gut, ciao, ciao. So, danke fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du weitere Videos sehen möchtest, kannst du direkt unter diesem Video einfach auf Abonnieren klicken oder bei deinem Smartphone auf Abonnieren und direkt danach Benachrichtigung aktivieren. Dann wirst du immer einer der Ersten sein, der unsere neuen Videos sieht.